Giovanni Battista Pergolesi, geboren 1710, gestorben 1736, mit 26 Jahren. Schrieb 13 Opern. Den Musikmeister hat er für seine eigenen Schüler komponiert. Die Uraufführung erfolgte in Neapel. Verblendet sie mir meinen Auszug nicht! Hinauf in die Loge mit euch, wo ihr hinkört. Benehmt euch! Da ist schon die Maria Theresia gesessen. Und der Napoleon. Bitte, die... Eine Botschaft vom Prinzen persönlich! Die... Eine Botschaft vom Prinzen persönlich! Bin ich frei, die... Frau Schutt ist noch nicht da. Wo ist Frau Schutt? Ich könnte einspringen. Ich bin studiert. Ach, springen Sie, wohin Sie wollen, aber von der Bühne weg. Du hast ja schon eine Rolle, du kannst ja nicht zwei spielen. Wo ist Frau Schutt? Ja, sie braucht noch 5 Minuten. Aber das sagst du erst jetzt, der Dirigent ist schon raus. Was ist, soll ich jetzt solche Arie allein anfangen? Das ist doch nicht möglich, sowas. In einer Oper ist alles möglich. Ja, die werden Erfolg haben da draußen. Operntext. Operntexte sind ebenso. Hat sie etwas dagegen? Oh, nichts, nein. Doch, gestattet eine Frage. Bitte. Hört Dummheit auf, Dummheit zu sein, wenn man sie wiederholt und wiederholt und wiederholt? Vom Singen keine Ahnung. Spricht euch meine Kunst nicht an, so liegt es nicht an mir. Wie meint sie das? Sehr einfach. Wenn eine Schülerin nichts kann, so ist es nur die Schuld des Lehrers. Aha. Und wenn sie etwas kann, dann ist es ihr eigenes Verdienst. Ach. Das wollte sie doch sagen. Wie wahr ihr sprecht, Meister. Bald werde ich die schwierigsten Arien singen. Auf einer großen Bühne. Auf einer großen Bühne? Zitzert doch wohl nicht. Gewiss, mein Herr. Denn wenn ich nur hier lange bleiben muss, verdorrt meine Jugend. Verkümmert mein Talent. Ihr sollt Zeuge meine Triumphe sein. Thank you.
Bravo, Vasili! Bravo! 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 Wie wunderbare, wie wunderbare Stimme! Uns alle Leute, alle, alle, alle bejubeln meine Kunst! Schon der Gedanke an die Bühne einem Mädchen den Kopf verdreht. Hören Sie auf mich! Auch die gefeiertste Primadonna hat zuerst auf ihren Meister gehört. Oh, das hat mich noch so lachen. Dieser Koloratur wird sie noch einmal ihre ganze Zukunft verträllern. Aha, mein OSC ist einzigartig. Sie hat noch viel zu lernen. Na was? Es fehlt ihr noch die Deutlichkeit der Aussprache. Lass mich Italienisch singen. Und dann fehlt ihr noch der Geist, der den Gesang von innen her beseelt. Und die Grazie. Mir fehlt es an Grazie. Des Ausdrucks. Gleich werde ich euch beweisen, wie sehr ihr im Unrecht seid. Oh. Akkompaniert mich. Bitte. 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 Munter und leicht dahinfließen wie ein Bächlein, auch wenn vom tobenden Meer die Rede ist. Wie soll ich es wissen? Ihr habt doch eben erst behauptet, dass ich ohne Verstand und ohne Grazie singe. Bitte keine fruchtlosen Dispute. Gut, jetzt singe ich, wie ich will. Aber sagt nun ja nicht, es fehle mir noch dieses und jenes. Bitte. Bitte. Zwischen ein Felsen im Wind erschirren, schwankt ein Schiff und Wogen klirren. Muss es Erdus nun zerschinden und versinken in den Wäldern, wenn vom Lande, wenn vom Strande gibt es Ich kann es wohl gar nicht erwarten, ihren lästigen Meister endlich loszuwerden. Warum so bittere Worte?
ewig kann ich doch nicht eure Schülerin bleiben. Schülerin? Ja, aber was denn sonst? Ja, aber was denn sonst? Ruhe! Aber, ich will jetzt keine Seele sehen! Von Seele keine Rede. Ich bin es, Colagiani. Das sagt mir gar nichts. Don Colagiani. Das sagt ihm nichts. Mir ist um eure Zukunft bange. Kümmert euch nicht um meine Zukunft, befreit mich lieber von eurer Gegend. Schweigen und vernehmt. In mir seht ihr die Verkörperung von zeitlichen und ewigen Ambitionen. Die personifizierte Vereinigung von feinsinnigstem Kunstverstand und handfestem Geschäftssinn. Ein Impresario. Oh! Welch Wunder! Vision von Farnas! Herr! Don Nicolau, ich schätze es nicht, wenn man meine Person unterspielt. Don hin, Don her! Donna halte nichts von eurem aufgeblasenen Geschwätz und ich mit Verlaub auch nicht. Er ist Nebensache. Hauptsache ist, was ich suche. Die Primadonna des Jahrhunderts. Und hier habe ich sie bereits gefunden. Ihr habt hier nichts verloren, Herr. Don. Halten wir uns nicht auf mit Nebensächlichkeiten. Ich engagiere seine Schülerin vom Fleck weg. Für das große Theater in der diese Grazie der Figur, diese musikalischen Formen, welch unerschöpfliches Thema mit Variationen. Ihr werdet euer Glück bei mir machen. Glaubt einem erfahrenen Mann und untertänigsten Bewunderer eurer Kunst. Kunst? Kunst. Das Geschäft mit der Kunst ist eine noch viel größere Kunst. Je weniger der Künstler davon versteht, desto besser für mich und mein Geschäft. Ich will euch leise sagen, damit es keiner hört, um großen Lärm zu schlagen. Es kommt nur auf die Jugend an, nur darauf kommt es an. Und lassen's noch an einem Mädchen dran. Es kommt ja nur auf die Jugend an, nur darauf kommt es an. Nach deinem Reifen, Mann! Nach deinem Reifen, Mann! Ich will euch leise sagen, damit es keiner hört, um großen Lärm zu schlagen. Es kommt nur auf die Jugend an, nur darauf kommt es an. Und was sind sie noch an einem Mädchen dran? Es kommt ja nur auf die Jugend an, nur darauf kommt es an. Glaub deinem Reifen an, dem Reifen Mann. Dieser Ratschlag kam im denkbar ungeeignetsten Augenblick. Daraus wird nichts! Aber bedenkt doch, dass es auch euer Nutzen ist, wenn eine Schülerin die Herzen der ganzen Welt eroberte, meines hat sie schon. Das Mädchen ist noch nicht voll entwickelt. Wo hat er nur seine Augen? Wenn ich Ja sage, dann stimmt es. Und wenn ich Nein sage, dann habe ich meine Gründe. Seit wann versteht ein Gesangslehrer etwas vom Theater? Und seit wann versteht ein Impresario etwas vom Singen? Ja. Jetzt kommt das nächste Unheil. Eine Botschaft! Unsere Liebe zur Kunst, zur Gesangskunst... Eine Botschaft vom Prinzen persönlich!
Unsere Liebe zur Kunst, zur Gesangskunst im Besonderen, treibt uns an, ihm aufzutragen, sich sogleich in unseren Palazzo zu verfügen, um einen ehrenvollen Auftrag zu übernehmen. Was mag der Prinz von mir wollen? Vielleicht soll ich eine neue Oper für ihn einstudieren. Gewiss, das wird es sein. Meine Stunde hat geschlagen. Die erhabensten Werke der Musikgeschichte warten hier auf ihre Entdeckung. Begeben Sie sich auf dem schnellsten Wege nach Hause. Vergessen Sie nicht, Ihre Vokalisten durchzunehmen. Mit ihm spreche ich später. Eitler Dummkopf. Du glaubst mir, meine Schönste, dass ich euch zur ersten Primadonna von Neapel mache. Wollt ihr nicht zuerst meine Stimme hören? Nicht vonnöten. Ein guter Impresario kauft seine Sängerinnen mit den Augen ein. Stimme. Oh. Habe ich mir zu viel versprochen, mein Cherub? Ich bin überwältigt. Ich lege euch die ganze Welt zu Füßen, den Beifall aller Städte und mich selbst dazu. Oh! Das waren jetzt die Schmerzen der Liebe. Lass mich spüren, was ich liebe.
Mund, ein Liebster. Ich sing in Schlaf von euch, lang sing in Schlaf euren Wildern zu erfüllen. Ihr soll ohne sein, o werdet mein. Ich probiere meine neue Rolle. Jetzt sind Sie in meiner Falle. Soll ich Ihr den Spindel glauben? Soll ich Ihr den Spindel glauben? Ich bin klüger als Sie alle, als Sie alle, als Sie alle. Lass mich nimmer mehr berauben, mich berauben, mich berauben. Schmecken euer Plan, euer Plan, euer Plan. So zu reden mag denn noch keiner. Will der Teufel mich blamieren? Will der Teufel mich blamieren? Ahne nicht, dass unser Heiler, dass unser Heiler, dass unser Heiler ihn zum Tode kann traktieren, kann traktieren, kann traktieren. Und dann ist er übel dran, ja übel dran, ja übel dran. Jetzt sind Sie in meiner Falle. Hört mich auch ins Mädchen klagen. Bin der Teufel, kann ich blamieren. Als ihr alle, als ihr alle. Blamieren, als ihr alle. Als ihr alle. Schmecken euer Privat. Ihn zu Tode kann traktieren, kann traktieren, kann traktieren. Lass mich nimmer mehr berauben, mich berauben, mich berauben. Hört mich auch ins Mädchen klagen. Aber mein Kriegerin mir zerschlagen. Mich berauben. Kann traktieren, mich verhauen. Kann traktieren, mich verhauen. Kann traktieren, sprich es euer Land. Und dann ist er böse dran, ja böse dran, ja böse dran. Schmelz in den heuer Plan, heuer Plan, heuer Plan. Thank you.
die besten Sänger sind meine Schüler. Hab sie gelehrt, das gehaltene Atemstütze, Triller, Kadenzen, Piano und Pforte, alles, alles, ja alles, ich sag es dir, alles, alles ist nur von dir. Das genügt nicht. Ihr habt alle noch viel zu lernen. Seiner Stimme zum Beispiel fehlt es am körperlichen Fundament. Sein Forte ist zu leise und sein Piano zu laut. Um diesen Übeln abzuhelfen, empfiehlt es sich, ein Cembalo wie dieses hier mit vorgestrecktem Bauch mehrmals im Zimmer auf- und abzuschieben. Das stärkt die Muskelkraft des Unterleibes. Wer dabei noch Töne produzieren kann, ist auf dem besten Wege, sich höchsten Ruhm als Sänger zu erstemmen. Bitte sehr. Bravo, bravo. Was Ihren Ansatz angeht, so ist er alles andere, brav, brav, alles andere als perfekt. Ein Stückchen Kork zwischen die Zähne geklemmt und dabei die Nase zugehalten, ergibt beim Singen eine wundervolle Resonanz. Bitte. Sehr gut, sehr gut, entzückend. Sein Luftverbrauch muss ökonomischer sein. Er geht nicht allzu sparsam damit, umsonst wäre es um seine Tiefe besser bestellt. Man reiche mir den Leuchter. Die Flamme vor den Mund gehalten darf auf dem stärksten Tone nicht zittern. Etwa so. Bitte sehr. Sondern in der Praxis meine Kunst beweisen. Na, so meint ihr doch, teuer Meister. Sind um meines Bebore. Thank you.
auf einmal so empfindsam, Loretta? Ich hab gleich gesagt, lass mich italienisch singen. Diese Arie wird sie beim Fest des Prinzen auf dem Palast zum Besten geben. Ich werde sie groß herausstellen. Schon wieder, Loretta. Sie ist eben die Lieblingsschülerin. Teurer Maestro, wann werdet ihr mit uns den Chor gerne aus? Ich bin in meinem Part noch nicht ganz sicher. Ihren Part repetiere sie gefälligst selber. Mir kommt es auf den Zusammenklang der Stimmen an. In die gewohnten Positionen, bitte. Nicht zu vordergründig, meine Dame, nicht zu vordergründig. Wir beginnen! Des Textes. Das Publikum will verstehen, was gesungen wird, wenn es auch den tieferen Sinn dieser Poesie nie ergründen kann. Nur dafür ist das Duett etwas für einfältige Gemüter. Nichts gegen die Einfalt. Sie ist oft das Schwierigste. Woher sie nur immer ihre Weisheiten bezieht. Aus Quellen, liebste Kollegin, die ihr für immer verschlossen sein werden. Das ist doch... Kinder, Kinder, streitet nicht schon wieder. Singt lieber. Streiten schadet der Stimme. Meine nicht. Immer so friedlich sein könntet. Diese sanfte Harmonie und keine Eifersucht. Die Kunst hat uns versöhnt. Sehr schön hat es geklungen, sehr schön. Wenn euch jetzt nicht noch das Lampenfieber befällt, eine scheußliche Krankheit und so unberechenbar, werdet ihr große Erfolge feiern. Adio! Adio! Adio. Ihr bleibt noch, Loretta? Schon wieder! Adio! Ich muss euch ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Was für ein Geständnis? Ich,
Ich habe den Vertrag unterschrieben. Welchen Vertrag? Den Vertrag mit Colagiani natürlich. Ja, ein Notar war auch dabei. Er trug einen langen schwarzen Talar. Sehr gut. Sie will zum Theater. Aber nur über meine Leiche. Oh, da spielt er schon wieder große Oper. Zerrissen. Kommen wir zu anderen Schlüssen, kommen wir zu anderen Schlüssen. Heimlich mit Schlichen und Kniffen wollt ihr mich hinterwehen. Doch da laufe drum gepfiffen, denn ich werfe ihn hinaus. Einen Garner dull ich nicht in meinem Haus, einen Garner dull ich nicht in meinem Haus. Lasst euch warnen. Solche Burschen sind gerissen, seid vor ihnen auf der Hut. Solche Burschen sind gerissen, sind gerissen. Besser ist es, sie zu missen, denn sie saugen unser Blut. Denn sie saugen unser Blut, nur unser Blut. Hab ich jetzt den Wicht zerrissen, kommen wir zu anderen Schlüssen, kommen wir zu anderen Schlüssen. Heimlich mit Schlichen und Kniffen wollt ihr mich hintergehen. Ich werfe ihn hinaus. Ein Garner dull ich nicht in meinem Haus. Aber die Geduld. Habe ich es nötig, mir als erwachsene Frau dauernd Vorschriften machen zu lassen? Dieser Kontrakt macht euch Vorschriften, Lauretta, und zwar fürs ganze Leben. Na. Dieser Colagiani ist nicht nur ein Gauner, wie er im Buche steht, er ist auch ein Tyrann, ein Despot. An ihrer Stimme liegt ihm gar nichts. Er sucht weiter nichts als eine billige Geliebte. Ich, seine Geliebte? Und billige auch noch? So eine Frechheit. Oh, der Colagiani, der Affe, der brutto vigliacco, mascalzone, fagabutto, scroccone, pallone gonfiato. Pappagallo! Ich habe mir einen besseren Mann verdient. Ich bin nicht mehr allein. Jedoch.
rate ihr gut, Lauretta. Lasst den Colagiani ziehen und löst euren Kontrakt. Ach ja, und der Notar? Es wird schon kein echter gewesen sein. Kein echter? In jeder Oper gibt es einen falschen Notar. Da wird sich auch euer Impresario einen engagiert haben und wie es scheint, mit Erfolg. Wieso? Ein Mann im Talar macht auf eine schwache Frau immer Eindruck. Auf mich nicht. Auf Sie nicht? Mhm. Umso besser. Dann gibt es doch gar keine Schwierigkeit. Wenn wir klug sind, nein. Hör zu, Maestro. Ohne Impresario werden wir beide nichts erreichen. Wollt ihr hier herumsitzen und euer Talent so verschwenden? Oh, nein. Komm mit mir als mein ständiger Begleiter. Jeder Primadonna hat einen. Und ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ihr wollt also euren Vertrag lösen? Nein, nur ändern. Das sieht man gerne, besonders wenn die Trennungsstunde so nahe ist. Trennungsstunde? Ich denke nicht daran, meinen guten Meister jemals zu verlassen. Habt ihr es gehört? Sie denkt nicht daran. Und unser Kontrakt? In unser Kontrakt steht ein, wie hat der Notar gesagt? Passus. Passus. Ein Passus. Ein Passus. Ein Passus. In unserem Vertrag? Ja, ja. Bitte, diesen Passus möchte ich aber sehen. Ein Passus. Ah, dieser Passus, lieber Colagiani, räumt mir das Recht ein, den Begleiter für alle meine Konzerte selbst zu wählen. Obwohl die natürlichste Sache der Welt. Das war für mich bestimmt. Ich bin der Begleiter. Ich bin der beste Begleiter der Welt. Ihr habt mich noch nicht genügend ausprobiert. Genug probiert. Ich habe gewählt. Lamberto bekommt mich ganz. Und ich? Ihr? Ihr bekommt die Prozente. Thank you.
meiner Freunde. Er zupft die Mandoline, ich streiche die Violine. Uns einigt die Musik, uns einigt die Musik, uns einigt die Musik. Mein teurer Meister, verzeih mir. Auch ich muss euch bitten, verzeih mir. So sind wir nun wieder Freunde. Mein Sohn, dein Mann, mein Bruder.
Nostalgie aus dem griechischen Nostos, die Heimkehr, und Algos, Traurigkeit, Schmerz. Schwärmerische, romantisierende, mit Sehnsucht oder Wehmut verbundene Rückwendung zu früheren, in der Erinnerung sich verklärenden Zeiten, Erlebnissen, Erscheinungen in Kunst, Musik oder Mode. Willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten nostalgischen Musiksendung des österreichischen Fernsehens, zur ersten Folge unserer Schatzkammer. Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit ist vermutlich keine Erfindung der unseren. Sie ist so alt wie die Menschen selbst, die immer dazu geneigt haben, die Vergangenheit durch die verklärende Brille der Erinnerung zu sehen. Die Nostalgiewelle aber, die unser Kunst- und ganz besonders das Musikleben im Moment beherrscht, scheint mir doch noch andere, tiefere Ursachen zu haben. Irgendwie scheint den Menschen das Leben heute zu schnell zu gehen. Wir haben gar keine Zeit, eine neue Mode oder gar einen neuen Stil in unser Bewusstsein aufzunehmen. Meist gibt es schon wieder einen neuen. Und in der Technik ist es überhaupt so, dass die Errungenschaften schneller wechseln, als unser Bewusstsein es verkraften kann. Das Problem dabei, die Inhalte haben keine Zeit zu wachsen, die Inhalte nicht und die Menschen nicht. Typen scheinen wichtiger als Persönlichkeiten. Es sind aber in der Kunst immer die Persönlichkeiten, die uns interessieren, die uns eigentlich angehen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum heute alte Filme so gern gesehen werden, warum noch nie so viel historische Schallplatten gekauft wurden wie heute, warum die Nostalgie eines der bewegenden Dinge unseres Kulturlebens ist. Und das ist der Grund, warum ich Sie heute und in Zukunft etwa einmal im Monat einladen möchte, mit mir in der Schatzkammer des österreichischen Fernsehens nach musikalischen Erinnerungen zu kramen. Sie werden sich sicher erinnern, vor 30 Jahren, als das Fernsehen neu war, war es nicht zuletzt die Musik, die die Faszination des neuen Mediums mitbestimmte. Die Übertragung von der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper, das Neujahrskonzert im Fernsehen, einfach das Gefühl des Live-Mit-Dabeiseins war etwas, was der Musik im Fernsehen einen besonderen Stellenwert einräumte. Ich möchte Ihnen heute aus diesen ersten Jahren des österreichischen Fernsehens einige Beispiele von Musikproduktionen zeigen und zugleich versuchen, den Beweis dafür anzutreten, dass das, was ich vorhin von den Persönlichkeiten gesagt habe, zu belegen ist. Sicherlich, die technischen Möglichkeiten der späten 50er und der frühen 60er Jahre konnten sich bei Weitem noch nicht mit den unseren heute messen. Noch gab es keine Farbe im Fernsehen, noch war der Ton weit entfernt von jener High Fidelity, die wir heute als selbstverständlich erachten, selbst wenn die Musik nicht über den Stereoton des Rundfunks läuft. Und doch steigt mancher Schatz aus der Erinnerung auf und scheint lebendiger als die technisch perfekte Produktion von heute. Heute also drei Beispiele für Fernsehmusiktheater. Alle drei aus dem Bereich der italienischen Oper. Und gleich bei unserem ersten Beispiel werden Sie sehen, wie die Erinnerung der Gegenwart standhält. Ich darf Sie einladen, mit mir ins Schönbrunner Schlosstheater zu gehen, wo damals, 1963, Hermann Lanske die Oper Der Musikmeister von Giovanni Battista Pergolesi inszenierte. Eine reizende kleine Buffa des großen italienischen Barockmeisters, der in sein... Thank you.
nicht Hexerei, nur Zauber der Persönlichkeit. Es ist wirklich nicht mehr dazu zu sagen, wenn man zwei solchen Erzkomödianten wie Ihnen und Elisabeth Hengen zuschaut und zuhört. Herr Kammersänger, Sie sind Ihr Leben lang auf der Bühne gestanden, im Konzertsaal, auf der Opernbühne, und Sie unterrichten jetzt, Herr Kammersänger Edelmann ist aus der Klasse der Wiener Musikhochschule zu uns ins Studio gekommen. Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung? Was ist das, was wir als Persönlichkeit bezeichnen? Ja, ich sage immer, entweder hat man Persönlichkeit oder hat man keine. Man kann teilweise schon erlernen, aber es muss in einem drinnen sein. Ja, ist das etwas, was man sozusagen trainieren kann auch? Teilweise. Wenn Sie einen Schüler haben, einen Jungen, merken Sie das sofort, ob da sozusagen was da ist? Ja. Oh ja, oh ja. Das hat nicht unbedingt was mit der Stimme zu tun, sondern... Nein. Das nicht. Und das muss man schon haben. Mit so jemanden wie Frau Hengen zu arbeiten, war sicher auch ein großes Vergnügen. Das war wirklich ein Vergnügen. Ja. Ich habe viel mit der Frau Hengen gesungen. Sie war für mich die größte Eboli, die ich je gehört habe. Da, wie die Staatsoper in der Volksoper war, haben wir eine Vorstellung gehabt. Da hat Dr. Karl Böhm dirigiert und die Hilde Konetzny war die Elisabeth und die Eboli war die Frau Hengen. Ich war der Philipp, der Jäger, Alfred Jäger war noch der Großinquisitor. Und der Masaroff war der Don Carlos und der Hans Braun war der Poser. Ja. Das war eine schöne Vorstellung. Und der Wallerstein hat noch Regie gehabt. Ja. Und wir kehren noch einmal zu Ritter John und seinem überaus bühnenwirksamen Schicksal zurück. Im Finale des zweiten Aktes sucht der dicke Ritter Alice Ford auf. Ihr eifersüchtiger Ehemann stört das vermeintliche Stelldichein. Und die Frauen können sich nur darin helfen, dass sie Falstaff in einem Wäschkorb verstecken und ihn von den Dienern recht unsanft an die Luft befördern lassen. In dieser Kernszene der Verdi-Oper sehen und hören Sie Otto Edelmann als Falstaff, Melita Musseli als Alice, Eva Maria Görgen als Meg, Elisabeth Hengen als Miss Quickly, Graziella Schutti als Nanetta, Richard van Frohmann als Fenton und Hans Grimm als Ford. Nello Santi dirigiert die Wiener Symphoniker in dieser von Helmut Matiasek inszenierten Fernsehverfilmung. Und habe nichts zu fürchten. Wohl, ich lieb dich. Ihr seid ein arger Sünder. Die wahre Liebe schreitet schnell zum Ziele. Verschont! Wer innen bliebe, folgt die Schuld. Wie blieb ich? Uns ist meine Schuld. Du hast euer Herr allzu leicht verwundbar. Einst der Despage des Herzogs von der Vogt. War ich drückend, war wie ein luftig, lieblich, los, entzückend. Einst in den Tagen meiner frohen Jugend, einst in den Tagen meiner ersten Blüte, da war ich schmächtig, behende und miegsam, schnipsam und Ringe, geschmeidig und schmiegsam. Einst in der Spage war ich drückend, war wie ein luftig, lieblich, los, entzückend. Ihr wollt mich fangen! Ich fürchte, ihr betrügt mich, fürchte, ihr liebtet. Wen? Meck. Ach, den, ihr Anblick schon vertrießt. Ach, bleib mir treu, liebte John. Tausend Jahre, Meck, so lieb wie du da. Liebste, der starb. Oh, was ist? Vergebung, das doch Meck. Sie will er sprechen, keuchend, aufgeregt aus Atem. Wo sieht der Teufel? Sie lässt ihn ab, sie will zu euch ins Zimmer. Wo mich verstecken? Hinter diesen Wandschirm. Alle, oh, 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 oh
Still!
Kann man für lebendige Oper in unserem Medium kaum tun. Das waren Ausschnitte aus einer Fernsehinszenierung von Verdis Falstaff aus dem Jahr 1963 mit Otto Edelmann in der Titelrolle. Nach diesem Höhepunkt der Verdi-Oper bleibt uns noch ein wenig Zeit, um weiter in der Schatzkammer zu kramen. Und da ist uns noch ein Beispiel für eine deutsch gesungene italienische Buffa in die Hände gefallen, diesmal aus dem Jahr 1964, und zwar eine echte Rarität. Denn Domenico Cimarosas Il Matrimonio Segreto, die heimliche Ehe, ist auf unseren Bühnen relativ selten zu sehen und zu hören. Und dabei war diese Oper bei ihrer Uraufführung etwa zwei Monate nach Mozarts Tod im Februar 1792 im Wiener Burgtheater ein solcher Erfolg, dass sie auf allerhöchsten Befehl Kaiser Leopolds nach dem Souper zur Gänze wiederholt werden musste. Cimarosa wurde sodann zum kaiserlichen Hofkapellmeister ernannt, eine Ehre und ein Amt, das Mozart sich zeitlebens vergeblich erhofft hat.
Die heimliche Ehe, ein Stück bester italienischer Buffo-Laune in der Folge des großen Carlo Goldoni, ist ein Stück, das von Charakteren, Situationen und von Spiellaune lebt und das, wenn auch nicht auf der Höhe von Mozarts Figaro steht, so doch beste Opernunterhaltung garantiert. Überhaupt dann, wenn es von einem Team guter Sänger, einem guten Dirigenten und einem guten Regisseur getragen wird. In unserer Verfilmung war all das der Fall. Wir sehen jetzt die Finalszene des ersten Aktes mit Willi Ferenc, Graziella Schutti, Oskar Czerwenka, Hanni Steffek, Hertha Töpper und Nikolai Gedda. Regie führte Hermann Lanske, die Wiener Symphoniker dirigiert Peter Hermann Adler. Der Augenblick ist günstig. Carolina, ich freue mich, euch zu sehen. Und da wir beide endlich hier allein sind, will ich ganz vertraulich mit euch plaudern. Gut, ich muss auch Wichtiges sofort mit euch besprechen. Ihr wollt mich sprechen? Gut, das gibt mir Hoffnung. Ich will jetzt frei und offen mit euch reden. Oh, ich bitte, kommt zur Sache. Ich kam als Freier eurer Schwester Lisetta. Doch will ich jetzt ganz ehrlich eingestehen, ich finde eure Schwester nicht so sympathisch. Doch als ich euch gesehen, blickte ich euch in die Augen. Schon was geschehen. Was wollt ihr damit sagen? Als Frau müsst ihr es verstehen. Und das ist alles, was ihr mir sagen wolltet? Ja, doch. Nein, was war's? Ihr seid wie jene Frauen, von Dichtern besungen. Die Beatrice Dantes, zugleich die holde Laura des Petrarca. Das sagt ihr gerade heute, gerade am Tag, an dem ihr euch verlobt habt, seid ihr immer so treulos. Ich kann verstehen, dass für die Liebe jemand alles tun kann, aber nicht, wenn man damit sein Wort bricht. Wieso? Ich bin verpflichtet, eine Tochter zu nehmen. Um euch will ich jetzt werben. Ich muss euch diesen Plan leider verderben. Thank you.
schrecklichen Artikel, diese vielen Konsonanten, dabei bricht man sich die Zunge. Du, mein kleines Bürgermädchen, so wie ich, niemals eine echte Gräfin sein, versteht er dich. Darum kein ein kleines Bürgermädchen, so wie ich, niemals eine echte Gräfin sein, versteht er dich. Und wenn er Englisch, ganz egal ist, und wenn er Französisch, Graf benimmt sich wie ein Pharisäer. Was ihr da von ihm verlangt, das sind Gebräuche der Plebejer. Ja, 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 nur bei Plebejer oder auch bei Pharisäern kommen solche Sitten vor. Nicht bei Herrn von Grafenstand, nicht bei Herrn von Grafenstand. Hochzeitstafel, Fische, Hühner, Gänse, Braten und Champagner für viel hunderte Dukaten. Alles steht zum Fest bereit, alles steht zum Fest bereit. Wir verraten von den Soldaten, ich verstehe nicht, was soll das heißen? Gänsebraten und Ochsenbraten, auch Champagner, Hühnerbraten, alles steht schon zum Feste. Jetzt ein Lob, warum schreist du, als ob ich taub wär? Ich hab zwei sehr gute Ohren, für Piano, Pianissimo sogar. Yeah.
für mich noch frei ist, ich bitte, sagt es mir. Keinen Freund und meinen Geliebten, keinen Bräutigam hab ich. Also darfst du mir gehören, dein Herz ist frei für mich. Ich liebe, liebe dich. Herr Graf, lass das bleiben. Herr Graf, lass das bleiben. Leb wohl, Herr Graf, leb wohl. Ihr seid die Allerschönste auf der Erde, ich lasse euch nicht gehen, nein. Denn ob ich glücklich werde, liegt nur in eurer Hand. Denn ob ich glücklich werde, liegt nur in eurer Hand. Ich hier treu geschworen, nein, das ist mir nicht bekannt. Ach nein, du meine ihr seid die Allerschönste, ich liebe euch, ja, ich liebe euch, bei meiner Strafe schwere, ich nehme statt diese Hütte die junge Carolina und schenke ihr mein Herz und meine Hand. Sagen, warum ich so beklagen? Nach Jugend und Mann, geht es nicht um, sie ist schuld,
Tages ganz lakonisch. Die Braut gefällt mir gar nicht, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Doch ihre jüngere Schwester, die finde ich viel hübscher, ach, die finde ich viel hübscher, 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 hübscher. Wir sprechen uns in Ruhe, wir sprechen uns in Ruhe. Kommt, sprechen wir uns aus, so kommt, wir sprechen uns aus. Zum Teufel mit der Schweine, was soll das dumme Schottel, was soll das dumme Schottel? Was soll das nun was haben? Ich kenn mich nicht mehr aus. Ich kenn mich nicht mehr aus. Ich kenn mich nicht mehr aus. Ich kenn mich nicht aus. Das war das Finale des ersten Aktes der Opera Buffa, Die heimliche Ehe von Domenico Cimarosa, in einer Fernsehverfilmung des Jahres 1964 in der Regie von Hermann Lanske. Unter der Leitung von Peter Hermann Adler sangen Graziella Schutti, Hanni Steffek, Hertha Töpper, Nikolai Gedda, Willi Ferenc und Oskar Czerwinka. Und wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendezeit. Ich hoffe, unsere musikalische Schatzgräberei hat Ihnen ein wenig Freude gemacht. Auf Wiedersehen bei unserem nächsten Besuch in der Schatzkammer des ORF.